Es tanzt ein Biber, Butze, Hase um den Spyro rum, wie der Bumm. Bam! Und weg war er. Ups, da ist ein kleines Malheur passiert. Ja. Ja, Leute, willkommen zurück. Diesmal gleich mit einem super tollen, geilen. Ich hoffe, genauso. Das letzte Level war gut. Muss ich sagen, das letzte Level war gut. Ja, es war nicht schlecht gemacht. Zeitmaschinenlabor klingt zeitlos. Energiereich. Mystisch. Ja, schau mal. Sieht so aus, als ob man abkratzen könnte, ne? Ein bisschen. Wieder mal. Abgründe, wo sich das Auge hintut. Oh, der Professor! Hallo! Autsch. Mit dir Was? Was ist mit dem Roboter? Weg damit, ja. Okay, der Roboter ist feuerbeständig, das ist nicht gut. Da haben wir gleich die Hoppelhäschen-Armee. Da haben wir die Truhe am Anfang, wohl bemerkt. Mhm. Truhe? Du weißt, Truhe. Ja. Was wir gesucht haben, ne? Truhe, so. Willkommen in meinem Labor Spyro. Hier baue ich an meiner neuen Zeitmaschine. Ich war gerade dabei, die letzten Einstellungen vorzunehmen, als diese Rhinox auftauchen. Vielleicht hat jemand anders auch eine Zeitmaschine und sie ist einfach aus der Vergangenheit gekommen. Bitte kümmere dich um sie. Okay, also wenn wir zur Truhe wollen, bitte merke dir am Anfang. Okay. Ah, dich kann ich so blenden. Das ist gut. So, welche fünf Sachen dürfen wir einsammeln? Okay, das ist nicht. Also, so langsam nerven die Roboter. Ein bisschen. Oh! Aha. Was sind das? Elektronen, oder? Sieht ein bisschen danach aus, ja. Okay. Vielleicht muss ich die einsammeln, ich weiß es nicht. Oder es ist eine andere Quest. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Schau mal, aber normalerweise ist immer was zum Abfackeln auch dabei. Ein Leben, das kommt mir gerufen, vielen Dank. So, und oh, da haben wir gleich eine Gratis-Fee. Eine Gratis-Fee. Okay, das können wir auch nicht irgendwie interagieren. Ja, hallo, wer bist denn du? Maggie, bin zwar eine Winterfee, aber nicht einmal ich kann so viel Kälte vertragen. Okay. Oh, oh! Ah, fieser Partner hinten, ja. Oh. Also fieses Versteck. Schau mal, ob ich da so hinkomme. Ja. Ja, wegen. Was? Was? Nochmal. Entschuldigung. Okay, ich war anscheinend ziemlich weit oben. Ja. Ja. Jetzt bin ich. Ah! Wir müssen Bleistifte verbrennen. Hab's verstanden. I got it! Baby, you got it. Okay. Aha, da mal wieder so. Aber das Level ist nett, muss ich auch sagen. Ist. Aha, darüber muss ich nur. Er sagt, das Level ist nett und schon starb er. Wo war denn der Roboter? So. Okay. So, wir müssen die Plattformen nutzen, um darüber zu gleiten. Sag mal, kriegen wir da lauter geschenkte Feen oder was? Das ist schon die dritte. Hallo? Deborah! Wunderbar. Ja, ja. Wie viel gibt's? 100, gell, oder? Ja, ich glaube schon. Ich hätte gerne eine weitere Plattform. Oh, puh. Okay. So, jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel, denn für die Truhe. Und hierauf komme ich nicht. Da brauche ich irgendeine Erhöhung. Nein, das ist zu viel Erhöhung. Weiß nicht, geht sich der Sprung aus? Was sagst du? Möglich. Also, ich kann. Wow.
Ja, und das ist eben das Problem. Mal sowas von gar nicht. Aber ich glaube, immer wo die Seiten sind, da kann ich runterspringen. Glaube ich. Ja. Ich glaube, das soll der Anhaltspunkt sein in diesem Level da. Wenn da rechts die Seite ist, kann ich darüber springen. Ja. Ich glaube, so ist das gedacht. Das habe ich eh schon länger durchschaut, aber trotzdem ist es nicht einfach, an die Ebenen ranzukommen, ja? No. Na, okay, von wegen Seite zeigt den Weg, ja. Da sind wir wieder mal dabei, okay. Das war aber nichts. Na, das war wortwörtlich nichts. So. War ein Schuss in den Ofen. Das war ein Schuss in den Ofen. Spyro so schnell wie das Licht. Okay. Ah, ich hätte da müssen. Alter Falter, ist das ein Level wieder. Echt crazy. Also wenn du irgendeine Challenge verlierst, dann spiel das Level. Eindeutig. So, komme ich da jetzt eigentlich da... Ja, der Aschehaufen hat mich aufgehalten. Gut. Ja, aber es hat doch geklappt, glaube ich. Alter, was ist da? Sag mal, was macht das so für... No. Der jumpt wie bei SV ab. So, komme ich da rüber? Nein. Doch. Nein, ich will da rauf. Hier rauf. Ach so. Und das geht nicht. Nee, das glaube ich... Ah, aber hier rüber komme ich. Ich glaube, da reicht die Plattform schon. Wow! Das war auch nice. Weiß nicht, ob du das jetzt gesehen hast. Doch, doch. Also, zwar kurz ein bisschen geleckt, aber... Ah, Titanzündstäbe braucht er. Okay. Professorchen, ich habe erst drei. Tut mir leid. Ich komme aber wieder vorbei. Oder brauchst du noch drei? Da braucht mir das aber nicht... Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht bewegen? Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Okay, darüber komme ich vielleicht. Oder mit Schwein. Das hat Schwein im Prinzip, ne? Ah, bin sogar da oben, nice. Okay. Das saven wir doch gleich mal wieder. Okay, da komme ich immer noch nicht drauf. Gut, dann gehen wir da runter. Das war zu weit runter. Gut. Komm ich auch. So. So, jetzt brauchen wir. Gehen wir mal da weit. Oh, da ist der Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Oh, war die Truhe am Anfang, ne? Hm? Ja. So, ich glaube, da oben war ich vorher, oder? Nein? Doch nicht. Entschuldige. Da ist das, wo ich eigentlich rauf wollte. Gut. Hallo? Hallo? Ein Bleistift. Ach, und. Das was macht der? Es ist einfach. Der macht den halben Limbo da oben. Kennst du keine Worte für? Na. Wortwörtlich. Kein. Schau dir den an. Der zuckelt, als ob er ADS hätte. Fünf Bienen im Arsch. Aha, wahrscheinlich von dem einen Level noch, ne? Alter, das ja. Mit der Biene da raufjumpen. Das war auch heftig. Das war doch heftig. So, ich will jetzt wieder zurück. Bitte, danke. Weil da oben ist noch ein Blei und ne. Ja, toll. Das habe ich, hab ich befürchtet, dass das jetzt kommt. Und wahrscheinlich beim nächsten Mal beim Bleistift auch gleich, ne? Wahrscheinlich. Zeitmaschine und weg ist er, der Professor. Egal. So, wir haben auf alle Fälle das Glöckchen gerettet. Reiß mal zurück und sorg dafür, dass das Ganze für die PlayStation rauskommt. Ja, wenn er von den Fans gelyncht werden will, warum nicht? Ja? Also einen Gefallen macht er uns da sicher nicht. Das kann ich da garantieren. So. Erstmal ist Spyro auf dem GBA nicht zu suchen. Na, nie und nimmer. Nie und nimmer. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Weg vorher gegangen bin. Ich glaube vorher hier lang.
dann darüber. Ja, und von der Plattform leckt es. So. Hä, wie bin ich denn weitergegangen? Weißt du es noch? Ich glaube, ich war dann auf der Seite drüben. Ja, genau. Ja, da oben ist ja alles erledigt, genau. Dann will ich darüber, ja, genau. Genau, da oben war das. Ja, Moment, bevor ich dich ein... Da ist schon wieder eine Fee, eine Gratisfee. Ach, da schau ich das nicht. Aber du holst doch am erst die Gratisfee, oder nicht? Ja, ja, weil sonst bin ich wieder weg. Ja, genau. Das war auch mein Plan gerade. Hallo. Kekskrümelchen! Ach du Scheiße. Boah, war das kalt da drin. Danke, dass du die Kälte vertrieben hast, Bayer. Ja, ich hab dich gewärmt. Mit meinen Flügeln! Okay, das war gar nicht der letzte. Gut. Ja, aber die Gefahr war ja dann da, ne? Ui, Platsch. So, sind wir jetzt wieder am Anfang, wo die Truhe war? Nein, noch nicht. Okay. Aber maximal zwei Bleistifte können nur noch fehlen. So viele? Ich meine, ich hab da schon so viel. Na, einer auf jeden Fall. Maximal zwei, würde ich sagen. Also auf alle Fälle haben wir hier noch Gegner. Und das ist gut, weil das sagt mir, hier war ich noch nicht. Ja, aber ich will die Gegner endlich noch lassen, weil da wäre ich auch wieder wegteleportiert. Ja, bei dem Bleistift wäre wahrscheinlich auch wegteleportiert, ja. Ja. War eh klar. Wow. Nice. Holunderbärchen! Oh, jetzt kann man aber die ganzen Namen von vom anderen Ufer hier. Okay, ich darf sterben. Ich habe das eh eingesammelt. Passt. Okay, das war jetzt nicht tragisch. So, jetzt habe ich hier die Truhe ja noch. Den nehmen wir gleich mit. Gut, dass ich Scheiße, ist doch tragisch. Ihr muss doch laden. Der Schlüssel ist weg. Richtig. Da war ja was. Nein, Rotzpiepe. Was magst du für einen Schlenker schon wieder? Macht er den automatisch oder was? Ja, es schaut gerade so aus. Was? Ich bin doch da vorher drüber gekommen, oder? Weiß ich nicht. Ja, eben. Denke mal ja. Was soll der Humbug? Ah, Humbug. Humbug. Gut, dann. Ja. Ebenezer Scrooge. Das haben wir auch gerade gedacht. Ja, war aber auch gar nicht schwer. So, Holunderbärchen. Welcome in the team. Welcome to the jungle. Und es passiert ihm schon wieder. Welcome to the jungle. Welcome to the beat. So. Also es hat mich wieder ganz nach vor geschmissen. Das heißt, ich muss... Wo muss ich denn lang? Ja. Das. Nein. Puh. So, da sind wir schon bei derselben Stelle wie vorher gerade eben. Yep. Boah. Gut, das hast du gut gemacht, Spyro. Spyro. Gut. So, warum leckt es, wenn da auf einmal drei Gegner auf einen Haufen sind? Keine Ahnung. So. Es waren aber immer noch nicht alle Gegner. Okay. Da könnte man noch rüber, theoretisch. Ich weiß, dass ich jetzt sterben werde, aber ich möchte gerne wissen, was da hinten ist. Ah, da ist der Anfangsbereich vom Professor, okay. Okay, okay. Aber diese Level sind echt wie verhext. Also es wird scheinbar immer ein Part, ein Level. Ja. Naja, es beansprucht ja auch viel, entschuldige. Es ist ja nicht aufgrund der Perspektive einfacher gestrickt, ne? So, jetzt kommen wir mal... Ja, mit einer Minimap und einer ordentlichen Perspektivensicht könnte man, denke ich, locker zwei pro Part schaffen. Ja, na, zum Beispiel Sparks Level und das Dingrennen, Fluglevel, das schaffe ich eh, das sind auch kurze. So,
Jetzt haben wir das Problem, wir haben schon wieder irgendwas offen. Die Gegner fehlen noch. Edelsteine wahrscheinlich. Ja, etliche Edelsteine und Gegner fehlen noch. Ja, ich denke, die Edelsteine werden dann bei den Gegnern sein. Oh, da haben wir noch ein 10er, ein 2er, ein 1er. Sehr gut. Hat er im rechten Bereich war ich noch gar nicht. Dann kann das so viel gar nicht mehr fehlen an Edelsteinen. Da oben. Oh Gott, das will. Wie komme ich denn darauf wieder? Ach, da ist auch der letzte Gegner. Okay. Hab's gecheckt. Vielleicht kommen wir von hier aus. Ja, das sieht gut aus. Deswegen die längliche Plattform hier, die wir vorher schon gehabt haben. Hui! So, Ende Gelände fertig. Gegner hier. Gut gemacht, Spyro. Jetzt kann ich endlich in Frieden arbeiten und ich verrate dir dein Geheimnis. Wenn diese Zeitmaschine gut funktioniert, hört's auf zum Lecken. Nein. Kann ich zurückgehen und mich nach dem Haar umschauen, das mir ausgegangen ist. Dann glaube ich, dass ich dieses Haarwuchsmittel hier nicht mehr länger brauche. Okay. Was, krieg ich jetzt ein Haarwuchsmittel? Nein. Hast du denn auch 300 Edelsteine? Nee, ne? Das glaubst du jetzt nicht selber, oder? Die fehlen mir jetzt eben noch, das ist das Problem. Viele kann es nicht sein. 8. Also es sind mehrere als einer. Ja, definitiv. Und da ist jetzt wieder mal the question. How much is the fish? Nein. Wie lange brauchen wir dafür? Beziehungsweise, wo sind die? Es kann wieder ein... es kann wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ne? Diesmal suchen wir keine Truhe, sondern einzelne Edelsteine. Geht sich das noch aus darüber? Ja. Asche, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Das sagt mir nichts. Oh, da. Da war ich doch schon. Sag mal, warum leckt das jetzt so? Was sollte ich funzen? Allgemein heute, ne? Naja, jetzt auf alle Fälle. Nicht nur allgemein. Liegt vielleicht am Level? Oh, das liegt an dem Regen da draußen. Oh, Regensegen. Ui. Zweimal Y und ist gleich irgendwas durch 1000 ist gleich Fragezeichen hoch 2, ne? Hätte ich auch gewusst. Genau. Die Antwort ist 7. Wollte ich auch gerade sagen. Nein. Stimmt, hast mich erwischt. So, jetzt sind wir am höchsten Punkt. Und von dem fliegen wir jetzt überall hin. Hui! Und tot. Oh, ne. Nein, denn der Choco, der kann's. Und von dort, wie gesagt, fliegen wir überall hin. Hin, zurück, Zeitmaschine. Hui! Hui! Wow. Oh, kommt schon, Edelsteine. Zeiget euch. Zeiget euch. Da bin ich wieder bei der behinderte Kindefee. Jo. Hat sie irgendwie gerade nichts geändert? Nee. Zumal du halt absolut keine Hilfestellung hast, dich hier irgendwie zu orientieren, was du abgesucht hast. Ja, ich kann die Papiere am Boden zählen, vielleicht hilft mir. Ja, ah! Da mein Fünfer. Okay, dann fehlen dir noch 3. 3, komm ich da so rüber? Oh! Nee. Da ist ein Zweier! Da ja, wir hoffen, dass der Einser da auch ist. Nee, boah, Junge, leck. Ich töte euch, ihr leckt mir zu sehr. So. Aber darauf kommst du nicht. Aber selbst wenn, dir fehlt dann immer noch einer. Ja. Da! Okay. Jetzt muss ich nur irgendwann an den Fünfer rankommen. Hallo! Und tschüss.
Okay, wie komme ich an den 5er ran? Ah, hier. Okay. Alter, ist das ein Höhenunterschied-Level. Ich hasse es. Ja! Ich glaub's ja gar nicht. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Ja, meiste Ski. Ich mit 60 Jahren erlebe das auch noch. Gut. Okay. Herrlich, herrlich. So alt muss ich werden. Ja, da rappelt sie in der Kiste anscheinend, ja. Oh je. So, haust du mich. Ach, wir werden immer wegteleportiert. Das ist ja auch behindert. Ja, das ist schon kacke. Gut, wir haben nicht da noch ein zweites Level gehabt. Ich glaube, da oben war das, wo wir gerade drin waren, oder? Ja. Da rechts war aber, glaube ich, noch eines. Das war weiter unten, genau. Da haben wir noch das hier zum Mitnehmen und das hier zum Mitnehmen. So, was haben wir hier Schönes? Zwielichtlampenfabrik. Na, das klingt ja mal sehr amüsant. Klingt nach Geistern. Aber darum kümmern wir uns das nächste Mal, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was fehlt uns denn eigentlich noch? Ein bisschen fehlt uns schon noch. Ich kann ja nicht aufmachen, weil ich gerade den Namen vom Gesicht habe. Hier bei dem Haus der Frühlingsfee fehlt noch einiges. Hier ist Hilfe, 6 Stück die Rennstrecke und die Raupengärten. Ach, herrlich, herrlich. Na gut, vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Part. Euer Chocobo 19. Dragon! Dragon! Ciao! Ciao!